Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video im Kanal. Das ist jetzt für ein Pokémon Unpacking. Ja, und hier habe ich was ganz Besonderes für euch. Jetzt habe ich mir bei den Card Buddies geshoppt. Jetzt habe ich mir eine weitere Mystery Box gekauft. Das sogenannte Mystery Booster Bundle für 60 Euro. Hier steht schon drauf. 600 Stück gibt es davon nur. Es sind nur deutsche Booster drin. Und mit der Chance auf 1 von 36 deutschen Platin-Aufstieg der Rivalen-Booster drin. Ansonsten ist drin hier, hier steht es, nur deutsche Einzelbooster, mindestens 60 Euro nach aktuellem Shoppreis auf cardbuddies.de. 36 deutsche Platin-Aufstieg der Rivalen-Booster sind auf 600 Boxen verteilt. Nicht in jeder Box ist ein Platin-Aufstieg der Rivalen-Booster garantiert. Klar. Ja. Mal gucken, vielleicht habt ihr diesmal Glück. In der letzten Mystery-Box bin ich ja leider leer ausgegangen. Ich vermute auch, dass hier nichts drin sein wird, aber trotzdem, man wird ja noch hoffen dürfen. Ich habe mir ein paar Videos angeguckt, so zur Verteilung. Bis in den Videos, die ich gesehen habe, war es immer zweimal Pokémon Go, zweimal Zenit der Könige, einmal Entwicklung in Paldea, dreimal Karmesin und Purpur, einmal Drachenwandel und einmal Schaurige Herrschaft. Und ganz ehrlich, wenn das so wäre, wäre ich eigentlich ganz zufrieden mit, muss ich sagen. Passt auch vom Preis her, kommen wir etwa auf die 60 Euro. Ja, von daher hätte ich nichts dagegen, wenn dieselbe Verteilung hier auch drin wäre. Mal gucken. Natürlich wäre es noch geiler, wenn hier dieses Platin-Booster drin wäre. Das wäre natürlich der absolute Oberhammer. Wir schauen mal nach. Haben wir Glück? Und haben tatsächlich diese absolute Rarität? Oder sind das nur die Standard-Booster? Es scheinen nur die Standard-Booster. Ich glaube, das Special-Booster würde dann oben drauf liegen. Würde ich mal behaupten. Naja, schauen wir mal. Also, was haben wir denn hier? Oh, wir haben nur einmal Pokémon Go, einmal Zenit der Könige, dreimal Entwicklung in Paldea, zweimal Karmesin und Purpur, einmal Fusionsangriff, zweimal Astralglanz, einmal verlorene Ursprung und einmal silberne Sturmwinde. Schade, muss ich sagen. Also, die andere Auswahl hat mir fast besser gefallen, weil da noch Drachenwandel und Schaurige Herrschaft dabei war. Was mir wiederum besser gefällt hier, es sind insgesamt fünf Booster aus Karmesin und Purpur mit dabei. Was ich gut finde, weil bei denen versuche ich ja quasi erstmal das Base Set zu vervollständigen und vielleicht auch das Master Set. Da bin ich mir noch unschlüssig, ob ich das wirklich auf mich nehmen will, aber zumindest das Base Set will ich bei denen vervollständigen. Von daher wäre das ja eigentlich ganz cool soweit. Also hätte ich nichts dagegen. Deswegen finde ich das ganz praktisch und ja. Überlege ich, womit wir anfangen. Wir fangen erstmal mit den beiden Sondersets. Mit den Sondersets fangen wir an, genau. Ja, mit den Sondersets will ich anfangen. Und dann müssen wir gucken, welche Reihenfolge wir die hier durchgehen. Ich glaube, Fusionsangriff, Astralglanz, verlorener Ursprung, silberne Sturmwinde, kann das sein? Ist das so die Reihenfolge? Weiß es jetzt gerade gar nicht. Fusionsangriff, Astralglanz, verlorener Ursprung, silberne Sturmwinde. Ich glaube, das müsste passen. Dann die Karmesin- und Purpur-Dinge. Und dann machen wir uns, ja, mal gucken. Fangen wir erstmal mit Pokémon Go und dann Zenit der Könige an. Also, Pokémon Go. Hier brauche ich, glaube ich, noch ein Relaxo. Ich glaube, da gibt es ein seltenes Relaxo. Ein Ditto wäre natürlich auch immer cool. Shiny Glurak natürlich. Mal gucken. Oh. Muss ich ja so rum aufmachen. Ach, vielleicht ist es immer. So. Meine Codekarte. Dann 1, 2, 3 und 4 Karten nach vorne. Energiekartenraten, ich sage Elektro. Ha, Unlicht. Ein Kamerupt. Stalos. Candela. Carpador. Meltan. Ein Alola Radikal. Navitaub. Larvitar. Dann. Ein strahlendes Bisaflor. Ja, mega geil. Wenn das nicht mal ein geiler Hit ist, du. Hohoho. Sehr, sehr cool. Und Doppel? Nein. Kein Doppelhit. Es ist eine Holo-Rare zwar, aber die sind, glaube ich, in Pokémon Go ja alles Holo-Rares. Von daher nichts Besonderes. Jetzt gucke ich gerade mal. Ich hatte ja doch Hüllen liegen gehabt. Bin wieder super vorbereitet. Ich habe meine Hüllen weggeräumt. Klasse. Okay. Dann muss ich es nach dem Video eintüten. Ist leider ein bisschen off-center. Ah ja, was soll's. So, machen wir mit Pokémon. Ah nein, da liegen die Hüllen ja. Haha. Hab's da doch noch gefunden. Ein Blick zur Seite und da sind die Hüllen doch noch. Da. Die guten Ultra-Pro-Hüllen. Zack. Und dann können wir das strahlende Bisaflor gleich eintüten. Sehr schön. Erster Hit. Dann Zenit der Könige. Vielleicht haben wir hier was Schönes in der
Trainer Gallery oder so irgendwas. Da gibt es ja auch immer richtig coole Hits drin. Vielleicht gönnt uns ja Zenith der Könige auch nochmal einen schönen Hit. So, Codekarte beiseite. 1, 2, 3, 4 Karten nach vorne. Und da wir hier das strahlende Visaflor hatten, sage ich Pflanze. Ha, Feuer. Naja, auch gut. Venus Liebes. Die Rettungsbox. Stollrak. Kikugi. Owei. Wuffels. Fedelu. Ein Libiskus. Dann haben wir ein Weilmeer als Reverse. Und die letzte Karte. Immerhin eine V-Karte. Ein Folipurba V. Haha. Also auch hier eine Hülle für das Folipurba V. Zack. Und eingetötet. Zweiter Hit. Sehr schön. So kann es gern weitergehen. Gucken wir mal, was uns Fusionsangriff sagt. Da habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung, was ich da jetzt, ob ich über Chase Hits oder sowas, weil, wie gesagt, mit den Schwert und Schild habe ich eigentlich soweit abgeschlossen. Da bin ich nicht mehr so drin. So, vier Karten nach vorne. Und ich sage Wasser. Na, jetzt ist es Pflanze. Das ist doch nicht dein Ernst, oder? Eieiei. Schlapor. Hariyama. Kapilz. Farbigel, Carnivana, Perlu, Mopeko, Panzeron oder Panzeron, ein Kleinstein in Reverse und, ups, bin ich ins Stativ gestoßen, ein Koreogel, Non-Holo, kein Hit, also Fusionsangriff hat nicht gegönnt. So, dann haben wir zweimal Astralglanz. Jo, fangen wir mit ihm hier an. So, Todkarte kommt auf die Seite. 1, 2, 3, 4 Karten nach vorne und ich sage diesmal Feuer. Ha, Stahl. Dann haben wir den Honig. Ursaring. Riftzepeli. Ein Hisui-Fokano. Das sieht geil aus, voll chillig. Ein Sichlor, Feuriegel, Hippopotas, ein Arktip, ein Regileki als Reverse Rare Karte, sehr nice. Und auf dem letzten Slot haben wir noch einen Hit. Nein, ein Marmutel Non-Holo. Schade. Gut, zweites Pack Astralglanz. Wie sieht es im zweiten Pack aus für Astralglanz? Codekarte kommt weg. Ups. 1, 2, 3. Oh, wir haben eine V-Star-Karte. Wir brauchen also nicht zu raten. Und dann haben wir hier ein Arboretos, ein Hippoterus, Noctu, Kleptifuchs, Lilminip, Isui Baldorfisch, ein Quiekel, ein Pfiffien. Ein Regirock Reverse und wieder eine Rare-Karte. Und auf dem letzten Slot. Gönnt Astralglanz im letzten Booster doch noch? Ja, ja, ein Starmie-V. Immerhin noch eine V-Karte aus Astralglanz. Dann holen wir uns doch direkt mal die Hülle und tüten das Ganze ein. So, also ein Shiny, zwei Vs bisher. Ja, ist okay, kann man mit leben. So, machen wir direkt weiter, würde ich sagen, mit verlorene Ursprung. Karte beiseite. 1, 2, 3 und 4. Und diesmal nehme ich Psycho. Na, Metall. So, ein Rizeros. Koalilu. Roserade. Nebulak. Geil. Vitora. Kramurks. Wampel. Pipi. Dann haben wir einen Krampfchef, wieder eine Rare Reverse. Saugeil, was ist denn im Moment los, ey? Eine Reverse Rare nach der anderen. Und auf dem Rare Slot finden wir
Ein Humanolith nur, keine Holo-Karte. Schade, schade, schade. Aber jetzt waren wir wieder hier mit Pipi und so. Waren wieder ein paar alte Pokémon drin. Ich freue mich ja wahnsinnig auf das 151-Set. Auch wenn ich irgendwie das Gefühl habe, das ist so ein bisschen overhyped, würde ich jetzt fast schon sagen. Also irgendwie, weiß nicht. Also ich meine, klar, ich freue mich drauf, ja, aber irgendwie, oh, weiß ich was, alle da so abgehen drauf. Das ist ein bisschen zu viel Hype meiner Meinung nach. So irgendwie, ich weiß nicht, aber ja. Ich freue mich vor allem auf das Obsidian-Flammen, freue ich mich auch sehr, was ja noch vorher rauskommt. Aber irgendwie scheint das bei vielen unterzugehen. Die meisten scheinen sich nur auf das 151 zu freuen. So, letztes Mal der Vierer-Kartentrick, dann geht's mit Kamsin und Popo weiter. Jetzt nehme ich mal Metall. Nein, das ist Kampf, na toll. Haben wir einen Metang hier? Metall-Pokémon, habe ich nicht gesagt. Agrostella. Siegfried. Klick. Lilminip. Flamiau. Kramurks. Wablu. Routena, Trainer Gallery Card. Ja, mega geil. Wird auch gleich direkt gesleeved. Und haben wir sogar einen Doppelhit vielleicht? Es ist, nein, nur ein Amaldo. Nicht Holo. Schade, schade, schade. Schade Schokolade. So. Auch noch eingetütet. Und dann haben wir hier 4 Hits aus der Schwert- und Schild-Ära. Ein strahlendes Bisaflor, 2 V-Karten hier, Folipurba V und Starmie V und dann Routena hier als Trainer Gallery Card. So, und dann gehen wir jetzt direkt über zu Kamezin und Purpur. 2x Base Set, 3x Entwicklung in Paldea. Ich bin gespannt. Gerade hier Kamezin und Purpur habe ich ja noch einen anderen Chase Hit, den ich ziehen möchte. Es fehlen ja sogar noch 3 Karten für mein Base Set: Garados EX, Barnett EX und Fragrunz EX. Ja, und Chase Hits dann ein Tarundel oder ein Kirlia als Illustration Rare. Ein Spinsidias oder ein Koraidon EX als Special Illustration Rare und natürlich Goldkarte fehlt mir noch das Miraidon EX und vielleicht eine von den beiden Energiekarten fände ich ganz nett, aber naja, ob wir wirklich eine Goldkarte ziehen, ich weiß ja nicht. So, dann gucken wir mal, was uns Kamezin und Popo so gönnt. Da fehlt nicht mehr ganz so viel, Entwicklung in Paldea fehlt ein bisschen mehr. Rotkarte beiseite, eine Karte nur nach vorne, wir sind jetzt Kamezin und Popo Ära. Und ich würde sagen, Kampf. Na jetzt, ja, ich sag Psycho und es kommt Kampf. Ich sag Kampf und es kommt Psycho, ist ja klar. Tentagra. Rotom. Chanera. Der Sonderbonbon. Ein Adebomb. Hypno. Strandplatz. Stadionkarte. Dann haben wir einen Mastifiosi als erste Reverse. Und auf dem zweiten Reverse läuft was? Jawohl, ein Traumato an Illustration Rare. Und was für ein tolles Artwork, oder? Sieht das nicht toll aus? Eine geile Karte. Und was haben wir auf dem Rare-Slot? Ist es nur eine normale Rare-Karte, oder? Ja, das ist nur Forschung des Professors. So. Zack. Aber Traumato wird auch eingetütet. Ich stoße ständig gegen das Stativ. So. Eingetütet und der erste Hit aus Kamezin und Purpur. So, weiter geht's. Zweites Kamezin und Purpur. Die Chase-Hits bleiben dieselben und wie gesagt, die 3 EX-Karten, die mir noch fehlen zum Base-Set, werde ich ja auch hoffentlich irgendwann kriegen. So, Codekarte weg, eine nach vorne und dann sagen wir jetzt mal Metall. Ja, Kampf, kann nicht sein. Voltilam. Ich habe keine Energiekarte richtig geraten bisher, oder? Salanga, Cesurio, Riolu, Schlaraffel, Vivillon, Buckel, saugeil. Dann haben wir Ulini als erste Reverse-Karte. Und was haben wir auf dem zweiten Reverse-Slot? Das ist nur ein Voltilam-Reverse. Und haben wir hier gar keinen Hit in dem Booster? Oder kriegen wir noch was? Ein Toxiquack EX. Und zwar, ist das die Ultra-Rare-Fassung oder ist das eine Secret Illustration-Rare? Das ist ein silberner Stern, das müsste also eine Ultra-Rare, glaube ich, sein. Wird auf jeden Fall auch direkt eingetütet. Ja, geil! Also hier, Kamezin und Purpur gönnt echt 2 Booster, 2 Hits. Sehr gut. Gucken, wie es mit den nächsten 3 Boostern noch aussieht. Entwicklung in Paldea haben wir auch noch hier. Da fehlt mir sogar noch ein bisschen mehr. Da fehlt mir aber auch noch, zum Zeitpunkt, wo ich das Video aufnehme, muss ich noch das Display auspacken. Vielleicht habe ich das Video auch danach veröffentlicht und ich habe das Display auch nicht schon gesehen, das weiß ich nicht, aber zum Zeitpunkt jetzt
fehlen mir tatsächlich sogar noch 6 Uncommon-Karten, eine Rare-Karte und 3, 6, 8 EX-Karten. Und meine Chase-Hits ist auf jeden Fall Illustration Rare, ein Lokroko und ein Despotar. Special Illustration Rare, ein Skelocroc EX oder ein Cravalloro EX. Und bei den Goldkarten Skelocroc EX und natürlich Baojian EX. Das ist ja klar. Ja, ich würde sagen, wir heben uns Baojian zum Schluss auf und machen hier erstmal Maskagato und dann Bailonda. Okay, hoffentlich kriegen wir die eine oder andere Karte, die uns noch fehlt. So, Codekarte auf die Seite. Zack, nach vorne. Und ich sage Pflanze. Oh, Feuer. Kann doch nicht sein. Tanzer. Menki. Forgita. Genial. Botogel. Kubuin. Enigmara. Ein Sedisal. Sweeps als erste Reverse. Und die zweite Reverse, oder das zweite Reverse-Slot ist nur ein Girafarig. Aber bekommen wir auf dem letzten Slot, auf dem Rare-Slot was? Nein, es ist nur, in Anführungszeichen, Befehl vom Boss. Schade. Naja, wir haben ja noch hier Bailonda. Vielleicht gönnt uns Bailonda noch, doch noch mehr. So, Codecard auf die Seite. Energie nach vorne. Und ich sage Wasser. Ah, oh, Elektro. Ich rate echt keine mehr richtig heute, oder? Bummels, Pikachu, Kupfanti, auch sehr süß, Glibunkel, Raichu, Morbites, Priospino, dann Blip als erste Reverse und haben wir auf dem zweiten Reverse diesmal was? Ja, Mann, ein UUEX in der Special Illustration Rare und das sieht ja mal mega geil aus, oder? Das ist einfach eine richtig geile Illustration Rare. Hammer. Ja, geil. Und Doppelhit? Ja! Ein Forstelka EX. Hat mir das sogar noch gefehlt? Ich gucke gerade mal in meine Liste. Nee, habe ich leider schon. Schade. Aber egal. Doppelhit. Wir sind also jetzt mindestens gleich auf mit der Schwert- und Schild-Ära. Wir brauchen noch hier zwei Sleeves. Einmal UUEX. Und einmal Forstelka EX. Sehr gut. Aber wir haben ja noch einen Booster aus Entwicklung für der. Ja, Karmesin und Purpur. Ist ja nur durch 2, 3, 4, 5, 6, 7 Booster Schwert und Schild. Und bisher nur 4 Booster Karmesin und Purpur. Also man kann sagen, echt, Karmesin und Purpur gönnt irgendwie mehr. Also gefühlt zumindest. Weniger Booster und genauso viele Hits bisher. Und es ist ja noch ein Booster hier. Es können ja noch Hits dazukommen. So, Codekarte, Energiekarte nach vorne und ich sage Feuer. Nein, wieder nicht. Es ist Kampf. Ach, ich habe in dem Video nicht eine richtig geraten. Shinux, Mikrik, aber dafür wurde ich mit guten Hits belohnt. Auch gut. Moptif, ein Paldea Felino, Hubelupf, Amura, ein Kolossand. Azumarill, erste Reverse, dann die zweite Reverse ist nur ein Hopspross, aber vielleicht auf dem Rare-Slot was Besonderes? Patinaraja EX, geil, der fünfte Hit aus den Karmesin und Purpur, aus dem Zyklus und Patinaraja EX fehlt mir auch noch, genau, Karte 150. Eine EX-Karte, die mir noch fehlt, perfekt, kommt dann direkt in meinen Binder rein, mega geil, zack, und drinne, ja. Und damit haben wir 5 Hits aus Karmesin und Purpur und 4 Hits aus Schwert und Schild. Ja, das ist also der Inhalt dieser 60-Euro-Box. Wie gesagt, die Booster, die alle drin waren. 7 Schwert und Schild waren es und 5 Hits, 12 Booster für die 60 Euro. Ich sage, im Durchschnitt bei einem 5-Euro-Preis pro Booster geht das genau auf. Ja, von da ist okay. Aber es war halt noch die Chance da, vielleicht das Special Booster zu bekommen. Ja. Wäre natürlich richtig cool gewesen, auch wenn ich nicht weiß, ob ich es aufgemacht hätte. Das hätte ich euch tatsächlich entscheiden lassen. Also, da hatte ich mir schon überlegt, wenn ich das wirklich drin haben sollte, lasse ich euch entscheiden, ob ich es aufmache oder nicht. Hätte ich in einem gesonderten Video gemacht natürlich, wenn ihr gesagt hättet, ich soll es aufmachen. Ja. Aber, ja, ich finde die Ausbeute ist okay. Wie gesagt, das UUEX fehlt mir auf jeden Fall noch. Toxicwacker X fehlt mir, glaube ich, noch.
Traumato habe ich, glaube ich, schon. Und Forstelka habe ich schon. Und Patina Raja fehlt mir. Also mindestens drei fehlen mir. Bei dem Traumato bin ich mir nicht ganz sicher. Mindestens drei von den Hits fehlen mir auf jeden Fall noch. Kommen in meinen Binder. Sehr, sehr geil. Ja, würde mich mal interessieren. Was haltet ihr denn hier von dieser Mystery Box? Habt ihr euch die auch gekauft? Oder sagt ihr generell, ah nee, Mystery Boxen mag ich nicht. Da lasse ich lieber die Finger von. Kauft euch die Booster lieber direkt dann oder wie macht ihr das? Also ich finde es mal ganz cool. Wie gesagt, war ja auch die Chance auf dieses Special Booster da und allein wenn das drin gewesen wäre, hätten sich die 60 Euro mehr als rentiert. Aber ich finde auch so, das ist auch das, was die Booster ja wirklich wert sind. Ja, 60 Euro, 12 Booster ist okay. Ja? Ich meine, klar kriegt man Booster auch billiger, wenn man sie im Display kauft oder im Angebot irgendwo, aber dafür war halt auch dieser Kick in Anführungszeichen da, die Chance eben auf dieses seltene Booster und das war halt schon irgendwie ganz cool, ja. Ja, was haltet ihr von meinen Hits hier, die ich so habe? Ja, sagt ihr, ja, gut oder schlecht? Finde ich auch, dass Karmesin und Purpur mehr gönnt als Schwert und Schild noch. Also ich bin sehr begeistert von Karmesin und Purpur. Ich bin mit Schwert und Schild damals wieder so ein bisschen eingestiegen, habe dann dazwischen wieder Pause gemacht, bin dann gegen Ende nochmal mit Pokémon Go und Zenit der Könige nochmal eingestiegen und habe dann hier jetzt mit Karmesin und Purpur starte ich jetzt voll durch und will auch versuchen, wie gesagt, dann hier das Base Set und vielleicht auch das Master Set voll zu machen. Wie gesagt, aber das erstmal wahrscheinlich eher nicht. Erst Base Set, das reicht mir erstmal schon mal. Und dann mal gucken, wie viel ich vom Master Set sonst zukriege. Ja. Gut, ja, ja, schreibt mir in die Kommentare, was ihr so von haltet, aber auch, was ihr so generell zum Thema Pokémon, Sammelkartenspiel, Pokémon allgemein, andere Sammelkartenspiele, Videospiele, alles, was irgendwie thematisch hier dazu passt. Haut's in die Kommentare und lasst uns da mal ein bisschen drüber quatschen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen wollt, würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Denkt aber auch daran, die kleine Glocke zu aktivieren, damit ihr immer Bescheid bekommt, wenn ein neues Video online geht. Dann sage ich danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Video. Macht's gut, Leute. Ciao.